Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von East Nummer 8. Wir müssen nach oben zum Baha Tower. Und auch immer noch gibt uns dieser Kristall ein Rätsel auf. Ich meine, das ist auch kein Zufall. Das Ding muss noch irgendeine Bedeutung haben. Vielleicht ist das die Verkörperung von Eternia-Energie? Hat es hier vielleicht einen sogenannten Mega-Crash gegeben? Und die Energie ist irgendwie einfach nur aus der Erde rausgesprudelt und hat sich dann in Form von Kristallen hier festgesetzt? Ist das vielleicht auch der Grund, warum hier alles zerstört ist und warum der Turm weg ist? Apropos Turm, lasst uns mal da kurz drüber sprechen. Hier auf der Karte sieht man ja, wir haben ja nur 99,2% erkundet. Uns fehlt nicht viel und hier ist es noch so ein bisschen ausgegraut. Ich komme hier aber nicht weiter, weil hier ist Schluss. Und hier ist ja normalerweise der Eingang zu diesem einen Turm, in Eternia zumindest. Den gibt es hier aber nicht mehr. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Turm irgendwann später im Spielverlauf hier nochmal erscheint. Entweder durch eine, durch so eine Art Warp-Portal oder irgendein Mechanismus. Wird er nach oben gehievt? Keine Ahnung. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass wir hier auch lang dürfen und dann ist hier auch die letzte Truhe. Ach nee, die ist ja hier. Die Truhe ist nicht mehr hier oben, aber die letzten Prozente. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich war offscreen ganz, ganz fleißig. Ich habe da nochmal die Nachterkundung durchlebt und bin nach oben auf den Merk geklettert. Und das ist riesenanstrengend, weil du kannst ja auch dich nicht teleportieren. Du musst den ganzen Weg mühsam von unten nach oben klettern. Und bei dem Spiel ist es ein bisschen fies, wenn man nie weiß, was noch fehlt. Bei dem Nachterkundungstrip war es auch so. Ich habe zwar alles auf 100% explored, aber mir fehlt dort auch eine Truhe. Die wird aber nicht angezeigt. Und das Problem hatten wir schon mal. Und zwar hier in dem Gebiet. Nee, das war nicht hier. Das war woanders. Hier. Das müsste hier irgendwo gewesen sein. Oh, die Musik. Also ich finde die Musik auch immer noch bombastisch. Das ist bisher der beste Track hier in dem Spiel. Es fällt mir mega schwer, mich zu konzentrieren, weil ich einfach nur den Sabbel halten möchte und einfach nur lauschen will. Ja, wie der Soundtrack hier ist. Da muss ich mir was einfallen lassen, also... Das wäre noch so ein Schmankerl, dass man das einfach hier mal nochmal hochlädt, um in den Genuss einer Musikkomposition zu kommen. Aber gut, das nebenbei. Ich wollte hier nochmal zeigen, hier war es ja genauso. Dann ist auch eine Truhe gefehlt und erst später durch irgendeine Nebenquest konnte man die Truhe bekommen. Und das ist das Fiese, das ist so fies. Du weißt nie, hast du irgendwas vergessen, da kommt noch irgendwas. Ganz, 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 ganz mieses Schema. Und hier ist es auch so. Hier fehlen Harvest-Punkte. Und vor allem, wie oft passiert das? Gar nicht. Normalerweise sind Truhen die Dinge, die halt noch fehlen. Und hier fehlen aber tatsächlich Abgraspunkte, zwei Stück. Keine Ahnung, wo die sein sollen. Dann habe ich eine weitere Person gefunden. Ja, unser Team ist verstärkt worden. Wir sind jetzt 19. 19 Peoples. Ich habe nämlich hier oben, da war so ein Fragezeichen-Symbol, genau wie hier unten. Das hier, das ist Master Kong. Der braucht aber erstmal eine Pause und es sieht so aus, als ob dieser Affe für jeden einen Skill noch hat. Das heißt, das sind immer Solo-Kämpfe. Ich muss letztens mit Zahat ran und hatte noch einen Skill bekommen, der ist aber kaum der Rede wert. Da ist nun mal so nebenbei. Und hier war auch ein Fragezeichen-Symbol und da hat sie uns eine alte Omi angeschlossen. Die soll wohl 70 Jahre alt sein. Und ist eine Gladiatorenkämpferin gewesen. Jetzt im Ruhestand. Das war schon ziemlich cool, wie wir die anquatschen. Und so total gebrechlich sah die aus. Und dann wurden wir attackiert von einem Monstrum. Und sie sagt so, ich kümmere mich drum. Und dann schmeißt sie ihren Mantel weg. Total das Sixpack. Voll die dicken, fetten Schultern. So dick und fett wie Zahat, übertrieben gesagt. Und dann macht sie das Monster platt. Eine 70-Jährige. Vor allem 70. Also wenn ich mit 70 noch so drauf bin, na Halleluja. Hier, das ist sie. Das ist die. Und unter dem Mantel ist ein Körper, weiß ich nicht, eines total durchtrainierten Mannes versteckt. Und wisst ihr, was mir auch aufgefallen ist? Ich habe mir auch nochmal das Intro reingezogen. Und da sieht man ja auch, wenn man jetzt schon ein bisschen weiß, wie das Spiel funktioniert, ein paar andere Charaktere. Also es gibt noch ein paar, hauptsächlich männliche Protagonisten. Vom Gefühl bestimmt so drei Stück, die noch kommen könnten. Bin ja auch mal gespannt, was hier noch alles kommen soll. Und, wisst ihr was richtig witzig ist? Im Intro hat Laxia, warum auch immer, Riesenmöpse. Ich habe keine Ahnung warum. Das ist genau das Phänomen wie bei One Piece. Bei One Piece regt mir das auch tierisch auf, wenn von Episode zu Episode die Brüste immer größer werden. Das sieht so scheiße aus. Und bei ihr musste ich lachen, weil wir spielen ja mit Laxia. Und sie hat ja hier eigentlich eher so einen normalen Körperbau, muss ich sagen. Oder? Finde ich schon. Also was die Oberweite angeht, ich möchte es gar nicht thematisieren, aber ich fand es nur so witzig, dass im Intro so eine riesen Dinger und hier, wenn man normal spielt,
sieht sie halt völlig normal aus. Ich meine, gut, sie ist schlank, ist jetzt vielleicht nicht normal in der heutigen Zeit. Heute ist ja eher Übergewichtigkeit das Thema Nummer 1. Aber trotzdem, so ist doch viel besser. Und ich verstehe auch gar nicht, warum die Japanos da immer so abgehen mit so riesen Dingern vorne. Verstehe ich nicht. Aber gut, dem ist das so. Ja, dann, ich glaube, die heutige Folge wird auch nicht ganz eine Stunde funktionieren, weil ich habe offscreen so viel gemacht, dass ich ja eigentlich kaum Zeit habe. Und damit die Folge heute noch hochgeladen werden kann, sollte ich das nicht so lang machen, denn das Rendern dauert extrem lange und das Hochladen auch. Und sonst hätten wir heute gar keine Folge, also muss ich mal gucken, wie ich das so hinbekomme. Aber denk mal, bis zum Bar-Tower kommen wir auf alle Fälle. Und wir können ja mal auf Saat wechseln. Warte mal. Ach, bringt ja auch keine Punkte. Es bringt ja keine Punkte, auf den zu wechseln, weil wir haben ja noch diese schöne Maske nicht ausgerüstet und im Sortiment. Können wir also ruhig mal später testen. Ich denke, das ist doch eh eine gute Idee. Das machen wir. Wenn wir nochmal einen weiteren Interception-Modus haben, also einen neuen, die aktuellen habe ich alle erfolgreich auf S geholt. Und der letzte, der war dann doch überraschenderweise sehr einfach. Eben durch die Kombination mit Saats speziellen Angriffsfähigkeiten. Also Magma Wave ist immer noch, das weiß ich nicht, Nonplusultra. Das Ding zwirbelt so dermaßen rein. Und selbst diese Drachen, die auch bei Level 40, 42 rumkreuchen und fleuchen, die muss halt 3-4 Mal attackieren mit Saats Skill. Und dann war es das auch schon. So, da haben wir schon die erste Hälfte hier erfolgreich erkunden können. Fast 50%. Und uns fehlen noch über die Hälfte der Harvest-Punkte. Na, mal gucken, ob wir hier noch irgendwelche starken Gegner haben. Und auch faszinierend, dass hier wieder die Gegner so einigermaßen okay sind. Die machen kaum Schwierigkeiten. Aber hier, könnt ihr euch noch an die Gegner erinnern? Nur dicke, fette Monster in einer Tour. Hier gibt es, weiß nicht... Die Drachen sind normal 42, dann hast du die ganz großen 55 und die, ich weiß gar nicht, die Wasserviecher, welches Level haben die? Waren die nicht sogar über 50? 60, 70, 80? Boah, keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir hier alles plätten. Ja, fast mit einer Attacke. Und wenn wir jetzt die Maske hätten, dann wäre der auch mit einem einzigen Schlag weg. Und das würde sich hier bereits lohnen. Weil ob ich nur zweimal angreife oder einmal mit doppelter SP-Kostenanzeige, das nimmt sich nichts. So, und hier ist auch eine Truhe da oben. Ja, uns fehlt ja da immer noch der Doppelsprung. Vielleicht können wir von der anderen Seite ran. Oh, eine Cutscene! Eine Katzenzähne! So, wir laufen in aller Seelenruhe nach vorne, sehen schon wieder irgendwelche fliehende Monstis. Ja, und genau dieses große Loch, wie es auch so schön da oben steht, Archeozoik. Komplett falsch ausgesprochen. Großes Loch. Guck mal da, jeder, schaut mal darüber. Oh, guck mal, ist das große Loch da in dem See, was wir von oben von Jim Darm gesehen haben. Aber wow, das Wasser, das fließt ja nach oben oder wie, oder was? Ach, hier, Brille, genau. Ein neues Accessoire hat Laxia bekommen. Denn ich konnte die Verbindung zu ihr nach oben treiben. Und als Belohnung, da wir jetzt hier so sind, ne, wir sind dicke Best Friends und so, haben wir ihr Glasses geschenkt. Oh, das sieht bei ihr doch ganz, ganz schnieke aus. Ja, können wir so lassen. Jetzt hat sie einen Pickard, hat sie eine schöne Brille. Ach, mal gucken. Irgendwie hat der Entwickler das auf Laxia abgesehen. Die kriegt ja in einer Tour irgendwelche coolen Accessoires. Mal sehen, was auch noch so schön ist für die Finn später. Oh, welche schöne Aussicht. Wie ein schöner Wasserfall. Bezaubernd. Wo ist denn dieser Platz? Sister Dana. Oh, und Dana hat irgendwas. Hat schon wieder Kopfschmerzen. Ob sie sich wieder so spontan erinnert an irgendwas? Aber woher kommen diese Kopfschmerzen? Naja, don't move. Wir fragen, ob sie okay ist. Ja, natürlich. Es tut mir leid. Ich will kein Ballast sein. Lass mich nicht zurück.
Aber Dana, mach doch nicht so schnell, steh langsam auf. Ja, ich muss auch sagen, also jetzt so aufstehen bringt ja auch nichts. Das geht schon nicht, ich fange langsam an, mich wieder zu beruhigen. Was geht hier nur vor sich? Fragt sich Hummel. Ja, ich glaube, diesen Satz hat auch schon mal jeder gesagt von euch, war. Wenn ich dieses Loch sehe, dann hat mein Kopf plötzlich angefangen, mir zu tun. Ja, wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Man sieht irgendein Loch und der Kopf tut weh. Warum? Diese Aussicht. Ich sollte irgendwas darüber wissen. Wenn ich mich jetzt einfach nur ein bisschen konzentriere, mich zu erinnern. Du, Adol, ich glaube, dieses große Loch da ist sehr, sehr wichtig für Dana. Aber ich glaube, hier stehen bleiben, das bringt es auch nicht. Nicht, dass sie hier noch einen mentalen Crash kriegt. Also fürs Erste sollten wir erstmal weiterziehen, ja? Und vor allem, das kommt jetzt auch so cool, wenn sie das Ganze mit einer Brille sagt. Ja, das sieht irgendwie ein bisschen ernster aus, ein bisschen schlauer, ein bisschen seriöser. Ach, wird schon, das wird alles schon. Ich meine, es hat sich hier kurz mal ein Löchlein gesehen, ist ja auch kein Wunder. Da stand ja auch genau der Palast, den sie ja immer wieder bewundert hat. Guck mal, das da unten. Wisst ihr, wie das aussieht? Mit viel Fantasie, das sieht aus wie der Riesenkopf einer Schildkröte. Links das Auge und unten ist der Mund. Wie sie gleich nach vorne schnappt. Und das da hinten ist wahrscheinlich einfach nur der Panzer. Oder? Irgendwie sieht das ziemlich geil aus. Das sieht echt aus wie, eine Riese, wie so eine Riesen-Kampfschildkröte hier von Yu-Gi-Oh! Katapultschildkröte. Einfach drauf und abgeschossen. Okay, die Fantasie geht schon wieder mit mir durch. Und eigentlich muss ich ja auch Dana gar nicht erinnern, weil... Für was? Ich meine, klar, für sie ist es gut. Also menschlich gesehen, klar, sollte sie sich schon erinnern. Wäre schön, wenn wir ihr helfen könnten. Aber um von der Insel zu kommen, ist die Flucht oder die Erinnerung, nicht die Flucht. Das Erinnerungsvermögen von Dana spielt ja da nicht ganz so eine Rolle. So, und das Vieh können wir mal kurz hier mit einer Special Attack ausrotten. Ja, ich hätte mit Saat attackieren sollen. Ich weiß. Aber gönnen wir doch mal Dana den Auftritt. Kann sich ein bisschen abreagieren. Wenn sie sich schon nicht erinnern kann. An bestimmte Dinge. Nein! Ich hab's gewusst, dieser olle Scheißvogel. Hat das schon wieder geschafft. Auf dem Berg geht er mir auch tierisch auf die Klötzer. Aber man kann ja munter austauschen, also alles halb so wild. Naja, ist schön, dass das mit Saat zumindest funktioniert. Was nur? Wir haben Schaden bekommen? Wieso hat der die Chance nochmal gehabt, mich zu attackieren? Geht's noch? Shiny Corn Seed. Jetzt haben wir endlich den vierten Samen gefunden. Denkt an unsere bestellten Felder zu Hause. Wir haben ja Platz für, ich glaube, 6 verschiedene Gemüsesorten. Und mit diesem Korn haben wir jetzt genauer den vierten Platz. Hat das wieder erwischt. Ja, es ist wie immer. Man fängt an, die Aufnahme zu starten und natürlich rast man in jede einzelne Attacke vom Gegner rein. Sonst offscreen trifft der Typ nicht ein einziges Mal. Warte mal, dann mache ich ja noch ein bisschen von weiter weg. Ja, und schwer sind die ja nun wirklich nicht. Also, wir bräuchten ja nur einmal den attackieren mit einer Fernattacke und dann kümmert sich ja der Rest von uns auch schon völlig automatisch um die. Also, da mache ich mir das Leben auch unnötig schwer. Und die Items, die brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Weil wir haben schon alles.
Ich habe auch nichts mehr, was ich jetzt aufmaxen könnte. Unsere Ausrüstung ist nach ganz oben gebracht worden. Und ich brauche jetzt bloß noch diesen Energy-Panzer. Wenn wir den noch irgendwo finden, dann könnte ich mir die Maske zumindest schon mal herstellen. Ich meine, habt ihr die schon gefunden? Ich habe mir mal die Journal-Einträge angeguckt und da war jetzt nichts zu sehen. Also ich habe jetzt keinen Monster gefunden, der mir diesen Panzer geben kann. Vielleicht schafft man das in irgendeinem Suppression- oder Interception-Modus. Ich habe ja noch nicht alle gemacht. Also was die Suppression-Modus angeht. Da habe ich ja noch zwei, die sind ja über meinem Level. Da habe ich mich noch nicht rangetraut. Vielleicht könnte ich jetzt doch schon mal da reingehen, weil wir sind ja auch nicht so schwach. Ich denke, so 10 Level über uns müssten wir die Gegner ja trotzdem weggebounced kriegen, oder? Und vielleicht ist ja dort irgendein Gegner, oder als Belohnung, vielleicht gibt es dort irgendeine Belohnung, die dann Energy-Panzer abwerfen. Kann ja durchaus sein. So, das muss ich immer ein bisschen aufpassen. Okay, da ist der schon mal weg. Oh, und zwei von denen. Na, oh, was nun? Einfach hinten hinter uns einfach total attackiert. Bist du ein Schweinehund? Ich wollte blocken, scheiße. Halt nicht geschafft. Okay, dann haben wir es ja doch ein bisschen härter. Ach, eigentlich nicht. Eigentlich ist es gar nicht so hart. Ich bin nur völlig unkonzentriert. Das ist der einzige Grund. Aber gut, ich habe noch Powerlachs ja. Und mit Lachs zocken ist ja auch in Ordnung. Und nicht zu vergessen, der Sahat. Ach, ich liebe diesen Skill. Ich kann es nur immer wieder betonen, der Skill von Laxia, der ist einfach so bombastisch. Ja, das müsste ich, wenn ich mir jetzt an die Vögel rantraue, sollte ich dafür sorgen, dass auch meine SP-Anzeige nach oben ist. Hab keinen Bock da irgendwie so lange rumzukämpfen, vor allem zwei auch. Das war auch schädlich. Und schon wieder. Ich habe schon wieder völlig unnötig Schaden in Kauf genommen. Oder wir gehen erstmal weiter. Ich meine, die eine Truhe, was wird da wohl drin sein? Aber wenn ich schon mal hier bin... Ja, komm, machen wir. Ich meine, wenn ich sterben sollte, kann ich ja immer noch kurz flüchten. Oh, schön dreimal verschwendet. Drei ganze Male getroffen, Alter. Da, wegen der Cutscene. Weil hier eine olle blöde scheiß Cutscene ist. Mist. Oh, da ist jemand oben. Da ist eine Person oben. Oh, das gibt's doch nicht. Also, einfach nicht zu fassen, oder? Es ist einfach nicht zu fassen. Was denn? Wie kann ich nach oben? Wieso kann ich nach oben? Ah, ich hab bestimmt vergessen, diesen Kletterskill auszurüsten. Nein, lauf, 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 lauf. Oh, Mist, ey. Haben die unseren Stärksten einfach so weggebounced. Aber wie fies das doch schon wieder gewesen ist. Du kommst aus der Cutscene raus, bist noch mitten bei der Freude, dass du eine neue Person hier helfen kannst. Und was passiert? Dann wirst du sofort niedergestreckt. Ich brauche einen Speicherpunkt. Und hier irgendwo muss es auch einen geben. Ja, ich hab's doch gewusst. Und wie kommen wir jetzt nach oben? Da fehlt ja eine Treppe. Muss ich etwa wieder in die Vergangenheit? Zur Ära von Dana? Naja, wir sind jetzt frontal vorm Turm. Aber was ist denn hier mit diesem komischen Klotz da? Ja, ist ganz schön groß. Könnte schwer werden, das wegzuräumen. Selbst wenn wir jeden vom Dorf anquatschen würden und um Hilfe bitten. Bist du hungrig, Schwester Laxia? Genau. Nein, das ist es nicht. Ich überlege doch nur. Schau doch mal, meine Brille, ich bin schlau. Ich überlege einfach nur. That Boulder, do you sense something weird about it? Wie, geht deine Energie von aus? Spürt sie irgendwas? Actually, it's not like the boulder around it. It's a color and the shape of it. Ja, aber das sieht man doch auf Anhieb. Also,
Dass das nicht normales Gestein ist, sieht man doch von übelst weiter weg schon. Ja, gut, dass wir es nochmal angesprochen haben. Well, yeah, but we need to find a way to get into the tower first. Oh, mein Kopf tut schon wieder weh. Schau mal, Adel. Ja, es ist wieder ein Punkt, um in die Vergangenheit zu reisen. Dieser Kristall. Naja, dann... Ja, wir sollten es schaffen, in die Vergangenheit zu gehen. Und zumindest einen Blick zu riskieren. Wir fassen das beide an? Aber was tust du da, Dana? Dir geht's doch nicht gut. Naja, ich erhöhe einfach nur die Energie des Kristalls. Und nun solltet ihr alle das sehen, was Adel auch sieht. Ach, das ist ja cool! Adel ist nicht mehr auf sich allein gestellt und Dana so gesehen ja auch nicht. Haben wir jetzt tatsächlich als Gruppe die Macht, in die andere Zeit zu gehen? Nee, glaube ich nicht. Wir können es einfach nur sehen. Was? Das kannst du machen? Juhu, ich kann es kaum erwarten. Here I go, sagt Dana ganz laut. Ja, aber wir gehen jetzt nicht alle in die Vergangenheit. Also... Nee, das wäre irgendwie unlogisch. Also Dana wird schon alleine in der Vergangenheit wieder rumwuseln dürfen und wir können einfach nur von weiter weg einfach die Geschehnisse miterleben. So wird's wohl sein. Und sie kann sich daran erinnern. Hat sie jetzt gerade sich gefragt, weil sie fragt sich, warum sie jetzt mit Adel rumläuft? Ja, ich dachte, das wäre ein Ereignis ganz, ganz weit weg in der Zukunft. Wie kann es sein, dass ich jetzt mit ihm da rumreise? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Das haben wir uns ja alle schon gefragt. Oder es ist gar kein Ereignis in so ferner Zukunft. Vielleicht ist es ja erst vor, keine Ahnung, 2 Jahren passiert. Na, wie schon mal gesagt, auf der Insel kann ja alles passieren. Es macht sich auch, eigentlich macht es auch keinen Sinn, darüber nachzudenken. Kann alles passieren. Sie Assas. Warum bin ich die Einzige? Eine Männerstimme. Hello, my lady. How is the tuning coming along? Tuning? Was will sie tunen? Oder was soll sie tunen? Odo. It ended without any delay. Ohne Verzögerung? It needed some minor adjustments, but weren't any major issues. Und Dana weiß auch sofort, um was es geht? Oder habe ich wieder irgendwas vergessen? Was war denn jetzt die Aufgabe von Dana? Weil sie kann doch gar keine Aufgabe mehr haben. Hä, verstehe ich nicht. Als letztes ist sie doch uns helfen gegangen und danach war sie doch schon bei uns. Jetzt ist sie wieder hier und sie weiß sofort, was sie tun sollte? Komisch. Oh, du bist geskillt, wie immer. Ganz schön beeindruckend. I'm so sorry to make you work on this, when you just came here on an inspection. Aber was hat sie denn inspizieren wollen? Bitte mach dir keine Sorgen. Ich war diejenige, die dir Hilfe angeboten hat. Ja, wenn du es so sagst, ist das eine Erleichterung für mich. Das ist eine sehr, sehr wichtige Facility hier. The supplies energy to the capital. Thank you for coming. Ach, sie ist in dem Ort, wo die Energie halt genutzt wird. Oder produziert wird. Oder geenhanced wird. Was auch immer. Heading back to the temple after this? No, I remembered I have to make a detour. I have to go to Baha Tower. Das ist so komisch. Wieso will sie denn zum Baha Tower? Ich meine, klar, in unserer Zeit wollen wir zum Baha Tower. Und das Ganze nimmt sie hier auch mit? Wie krass, also wie krass und vor allem wie einfach das auch funktioniert. Das ist auch irgendwie komisch. Ich will erstmal wissen, wie sie überhaupt jetzt hier zu diesem Job gekommen ist. I'm going to return to Tower Hall in New Central District, so I can accompany you. Er will uns begleiten. Und wir sagen, ja, danke schön, na klar, mach doch. Fühlen wir uns sicherer. Jetzt bin ich mal gespannt, welche Ereignisse hier auf uns warten. Ein Passagier. Oh, das ist doch... Ja, Lady Dana, das ist doch hier sie und mir, oder? Und guck mal, die Pinkhaarige ist auch noch dabei. The Maiden of the Great Tree. Was für ein Segen. Bitte schau mal hier rüber.
Wow, sieh das nur an, Maiden of the Great Tree. Du bist ganz schön populär geworden. Wie ein Superstar. Na los, jeder hier. Öffnet den Pfad, macht den Weg frei für die Maiden. Lasst uns durch. Oh, ja, die Dana will hier durch. Los, mach Platz. Ja, wir sollten nicht in ihrem Weg stehen. Today will be a great day, because we were able to see Lady Dana. Oh, die halten aber wirklich alle ganz schön große Stücke von uns. Ein guter Tag ist nur dann ein guter Tag, wenn man Lady Dana gesehen hat. Merkt euch das. So, und er geht zurück zum Tower. Master Odo. Er dankt uns. I don't think the Tomboy Maiden can hide anymore. Please be careful so that the civilians don't surround you again. Warum? Was ist denn daran so schlimm? Wir sollen uns nicht umzingeln lassen, aber ist doch okay. Ein bisschen Autogramme geben, alles schnieke. Did you know that Bar Tower is located on the other side of the bridge on the eastern side? Ja, wissen wir schon. Ja, 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 bitte sei vorsichtig. So, endlich sehen wir den los. Das können wir wieder auf eigene Faust erkunden. Ja, und sie muss erstmal rausbekommen, warum überhaupt hier alles zerstört wurde. Vielleicht sehen wir das auch jetzt sogar schon spontan. Das wäre ziemlich krass. Ach, schau mal an, der hat's geschafft. Sag mal, wie viel Zeit ist denn bitte vergangen? Ich kann mich noch so dran erinnern, als ob es gestern gewesen wäre, als er gesagt hat, ja, ich möchte Guard werden. Dann sind wir so für ein, zwei Folgen unterwegs und dann ist er jetzt ein Guard geworden? Einfach so? WTF? Ja, es ist eine Ehre, dir zu dienen. Ja, Wie kann ich dir dienen? Bitte nicht ansprechen, Be of Service? Da hast du doch nicht sowas. Du bist doch nicht mein Diener. Oh, der hat wohl einiges an Nachschulung bekommen. Was war halt angeht zum Maiden. Aber das ist doch auch ein bisschen geht zu weit. Jetzt muss er eben seine Pflicht als Guard erfüllen. Das darf er nicht mehr mit uns reden, so als wenn er mit uns befreundet wäre. Ein bisschen Panne. Aber gut, was willst du machen? Oh, jetzt, wo ich so zurückgucke, ich habe mich gar nicht im Blut benommen damals. Hab ich dich immer aufgezogen, immer gestachelt und gepiesackt. Aber ich verspreche dir, vom heutigen Tag an, ich werde dich beschützen als dein Guard. Okay. Ey, wisst ihr, was ich mich gerade frage? Hat Adol Christine vielleicht nicht aus purem Zufall rote Haare? Der hat auch rote Haare. Krass wär's, wenn es ein Kind von der wäre. Boah, das wäre richtig krass. Ich meine, natürlich ganz schnell an den Haaren herbeigezogen, aber wer weiß, kann ja sein. Vielleicht spielt sie ja wirklich irgendwo in der Zukunft und kämpft jetzt an der Seite ihres Kindes, ihres eigenen Kindes. Ah, wie krass wäre das bitte? Weil irgendwo muss ja die Verbindung herkommen. Und, also ich kann mich mit dem Gedanken anfreunden, dass das so eine mütterliche Verbindung ist vielleicht. Oder eine familiäre. Könnte auch sein. Na, ich glaube, das ist ein bisschen zu weit, aber cool wäre es trotzdem. Und Rastel ist auch der Einzige, der am härtesten trainiert hat. Er ist der beste Guard seines Jahrgangs, so wie es aussieht. Aber er denkt auch, dass wahrscheinlich auch der Status und der Einfluss des Vaters einiges dazu beigetragen hat. Aber Rastel, du klingst irgendwie wie so ein Fremder, das ist gar nicht mehr so lustig. Entschuldigung, gibt's ein Problem, meine Lady? nein, ich habe nichts gesagt. Du bist halt nur jetzt sehr uninteressant geworden. Du warst früher viel cooler. Aber du hast rote Haare, die gefallen mir. Mach's gut. Was an der Schulter? Dana kindly plucked the sweet that was on Wester's shoulder. Was denn für sweet? Was war denn da? Völlig nervös. Oh, du
kannst doch nicht so nah an mich rankommen. Dein Gesicht, so nah an meinem Gesicht. Da wäre ich ja ganz rot. Na siehst du, geht doch. Jetzt bist du wieder Rassel, der Alte. Ja, aber natürlich will ich das. Aber ich möchte unbedingt ein Guard werden, so wie mein Vater. Ja, ich weiß auch, dass du das versprochen hast. Und ich weiß, dass du mich beschützen möchtest. Das ist korrekt. Jetzt könnte man auch wieder überlegen, warum hat uns das Spiel jetzt diese Geschichte präsentiert? Man könnte ja fast meinen, das wird jetzt nur aufgetragen, weil irgendwann was Schreckliches passiert und Rassel genau vor unseren Augen sterben wird. Ist doch oft so, oder? Dass kurz vom Tod nochmal hier so alte Erinnerungen aufgeblüht werden und dann passiert irgendwas Schreckliches. Also hoffentlich nicht. Ich hoffe, das hat dann irgendwie einen positiveren Sinn als das, was ich mir gerade ausmale. Ja, und so wie es aussieht, wird die heutige Folge doch wieder etwas länger. Weil irgendwie passiert dann wieder geschichtentechnisch sehr, sehr viel, aber das lasse ich alles mal hier, weg. So, und hier haben wir auch die Treppe, die nach oben führt. Ja, und wir dürfen sicherlich nicht gleich nach oben. Da ist doch schon wieder irgendeine wichtige Persönlichkeit unten am Fuße der Treppe. Oh, aber entschuldigt, my lady. A vicious dwang species had appeared. Irgendein Drache ist hier aufgekreuzt. In order to secure the public safety, the road has been blocked off temporarily. Ach, die haben die Straße blockiert. Na, ist denn der Weg zum Bar Tower auch blockiert? Ja, es tut mir schrecklich leid. Aber warum? Ich meine, wenn so ein Drache auf der Straße rumkursiert, okay, kann ich verstehen. Aber der Weg zum Bar Tower, ich meine, das ist eine Treppe. Das ist eine kleine Treppe zum Turm. Wieso ist die gesperrt? We're in a situation where a dwang species is hiding somewhere. Okay, der Drache versteckt sich irgendwo. Und die haben eben Angst, dass er auch dann plötzlich hervortreten könnte, auch wenn wir auf der Treppe sind. Toll Road is blocked. Ja, langsam nervt's, ne, Dana? Da hast du völlig recht. Meine Lady, ist irgendwas? Many people are in need of help and someone may be injured. As the representative of the Great Tree Temple, I can't ignore what's happening here. I'll investigate the dwang species too. Oh, das ist... Und? Lässt er sich davon beeindrucken oder darf er es trotzdem nicht? Ja, das ist sehr, sehr hilfreich und so. Also, wenn du irgendwas brauchst, lass es mich wissen. Na, danke schön. Es tut mir leid, Adel. Please hold on for a moment. Und sie sense something strange from the northern side. Wo ist denn der Norden? Da ist Norden. Gibt's einen Kampf? Ja, wisst ihr was? Den können wir uns noch mit reinziehen. Also, falls es einen Kampf geben wird, dann nehmen wir den heute noch mit und dann ist nämlich die Folge auch beendet. Ja, hätte ich nicht gedacht. Also, ich dachte, das wäre jetzt ein bisschen irgendwie kürzer von der Erzählweise. Aber anscheinend gibt es ja doch noch einiges zu entdecken im Lande Danas. Und wir haben auch schon lange keine Feen mehr gefunden. Okay, das klingt wie eine Fee. Ja, damit dürfte das auch klar sein. Das heißt, wir haben hier keinen riesen, fiesen, fetten Drachen, sondern wir haben hier einfach nur eine weitere Fee. Ja, und das habe ich natürlich auch gesehen. Dwagon Jackpot. Ein weiteres Wiederbelebungs-Item. Da habe ich aber momentan auch keinen Mangel. Also, ich hätte mich mehr gefreut, hätten wir eine normale Drachenfrucht bekommen, die uns 1000 Lebenspunkte wieder gibt. So, und das werden wir mal, wenn es geht, überspringen. Es ist Wagmur, die Forstfee. Ja, und auch er spürt die Verbundenheit zwischen den Feen und Dana. Er lebt im westlichen Wald, wo der Nebel ziemlich dick ist.
Da ist wohl irgendeine Fee, die den Wald verlassen hat, aber bisher noch nicht zurückgekehrt ist. Und er war auf der Suche nach ihr, ist aber einem Drachen begegnet. Ja, und Data denkt sofort, okay, könnte es vielleicht genau der Drache sein, der auch von dem Guard erwähnt wurde? Das ist ja interessant. Er sagt, der Drache, der muss verrückt geworden sein. Ich meine, sind Drachen nicht generell irgendwie ein bisschen verrückt, weil die nur ans Fressen denken? Oder unterstand er vielleicht einem negativen Einfluss? Okay, Dana fragt jetzt nach dem Äußerlichen des Drachens. Aber wie kommt sie darauf, dass es einer sein sollte? Ach, der Rote mit dem goldenen Auge. Das ist doch der Drache, den wir schon in unserer Zeitepoche ein paar Mal besiegt haben, der ja auch diesen Psychopathen gefressen hat. Wie heißt der noch gleich? Avlagar, ach keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie der Drache heißt, aber den haben wir ein paar Mal schon besiegt und die Beschreibung passt ja auch zu dem. Aber woher kennt denn bitte Dana diesen Drachen? Auch von uns, weil sie uns beobachtet hat? Und er sagt, ja, das stimmt. Ich bin überrascht, dass du diesen... Okay, nee, ich hatte was völlig anderes im Sinn. Aber woher kannte Dana bitte jetzt diesen Drachen? Oder haben wir vorher schon eine Beschreibung bekommen? Oh, Solo-Kampf! Jagern-Tyrann! Level 55? Level 55? Nee, den kannst du nicht besiegen, Alter. Alles klar. Das heißt, ich muss hier besiegt werden wahrscheinlich. Ich lass mich auch direkt mal besiegen. Weil bringt ja keine Punkte. Okay, anscheinend muss ich doch gegen ihn antreten, aber wie soll ich denn das machen? Ich meine, der hat doch viel zu viele Lebenspunkte. Oder muss ich hier abhauen? Darf ich überhaupt hier abhauen? Hä, aber wie willst du den besiegen? Okay, du musstest ihn ein paar Mal treffen. Ich wollte schon sagen. Er will uns seine Kraft geben, aber ist ja auch fies. Ich dachte, okay, du musst... Wie es immer so ist, ich denke sofort, wenn du einen Gegner hast, der wirklich übermäßig kraftvoller ist als du selbst, hast du keine Chance, du musst besiegt werden. Und dann spart man sich nämlich einfach die Zeit, aber hier war es wohl der Fehler gewesen. Ja, kannst du nicht wissen. Jetzt kriegen wir hoffentlich irgendeine spezielle Windfähigkeit und können ihn dann damit besser besiegen, oder wie? Er gibt uns irgendwas, irgendeine Fähigkeit. Oh, wir kriegen die Energie von einer Fee. Ich hoffe, die können wir mit in die andere Zeitepoche mit rübernehmen. Das wäre ziemlich cool. Was ist denn das? Wir kriegen die Macht von Forest Fairy Wagner. Gratika. Was ist das? Oh, welch warme, ruhige Energie. Wer bist du? Mein Wald ist der Ort, wo die Götter leben. Oder zumindest die Spirits von Göttern. Haben wir quasi eine Requisite von uns? Ach, und Dana hat grüne Haare bekommen, krass. You are now able to change styles. Ach, Quatsch, hör auf, wir können Styles changen.
In Dana's Era, she received power from the fairies. Wir können echt einen Battlestyle changen. When changing styles, attacks and skills also change. Each style varies in strength, defense and speed. Certain styles are effective against certain foes. Aha, wir haben bestimmt so einen Angriffsstyle, einen Verteidigungsstyle und einen Geschwindigkeitsstyle. Und jeder Style ist halt effektiver gegen irgendwelche Gegner als der andere. Naja, also treffen lassen dürfen wir trotzdem nicht. Okay, wir konnten uns doch treffen lassen. Anscheinend machen wir mit diesem Style weniger... Oder er macht weniger Schaden. Oder auch doch nicht. Ja, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Und nochmal! Los, brüll, Junge! Brüll, was da hast, jetzt schnapp zu! Ah, zu früh geblockt! Überhin keinen Schaden genommen! Komm schon, Junge, greif an! Schnapp! Yes! Zweimal attackieren, das müsste reichen! Und ausweichen, ausweichen, ausweichen! Okay, das ging. Na, sieht's doch das erste Mal nicht so schlecht aus. Und wir haben sogar eine volle Spezialanzeige. Nehme ich auch direkt. Ich hoffe, der Blockstatus ist noch drauf. Yes, wir machen Schaden. Wir machen Quit. Los, ich will 10.000 sehen. 10.000! Nicht ganz, aber er hat nicht mehr viel. Er hat nicht mehr viel. Haben wir ihn? Ach, dass er endlich weg. Okay, mit einer gefüllten Spezialanzeige geht's. Da haben wir Schwein, dass Dana irgendwie auch knapp davor stand. Aber wie krass ist denn das? Da kann die einfach so ihr Äußerliches ändern. Oh, du bist brillant, brillant. You can bring out my power as long as my forest exists. Als ob der wüsste, dass der Wald später nicht mehr existiert. Hier nochmal der Hinweis für Idioten. Solange sein Wald existiert, können wir seine Kraft benutzen. Wo ist denn sein Wald? Aber ist schon cool, weil dann braucht man nämlich in der Ära von Dana nicht auf andere Charaktere hoffen, weil wir können dann mit Kreis die ganzen Spieler auswechseln. Das ist sowas ähnliches. Du hast zwar nicht mehr Mitstreiter, aber du kannst dich selber irgendwie auswechseln, dass du einfach irgendwie einen anderen Skill bekommst. Ach, und er hat die Kraft sogar schon früheren Maiden erteilt. Also leben die Fairies wohl mit diesen Maiden des Tempels seit ziemlich langer Zeit, Seite an Seite, kann das sein? Ja, haben wir die nächste Fee kennengelernt. Ah, und damit haben wir jetzt das erste Mal eine weitere Tür vom Tempel geöffnet. Ach, nice. Werde ich aber offscreen machen. Sollte da drin irgendwas Cooles passieren, werde ich es mir zeigen. Aber ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, aber kann das sein, dass hier irgendwie dieses Spiel extrem lange Spielzeit hat? Hätte ich gar nicht mitgerechnet. Normalerweise, wir machen ja schon fast immer Stundenparts. Und das zieht sich trotzdem. Überlegt mal, wie viele Folgen haben wir jetzt schon fast immer Stundenparts?
Also normalerweise bist du mit dem Spiel in der Zeit schon durch mit Endgame. Ja, krass. Und hier nochmal der Hinweis, dass wir in die Underground Sanctuary nochmal rein sollten. Okay, dann gibt's aber hier erstmal einen Schnitt. Haben wir doch einiges erlebt. Okay, das war jetzt ein bisschen überraschend. Ich hätte doch gar nicht mehr gedacht, dass hier nochmal was Neues kommt. Dass Dana sich nochmal komplett verwandeln kann, so wie so eine Art Sailor Moon. Das ist schon ziemlich krass. Ja. Warum auch immer sie braun gebrannt ist, muss wohl so ein Waldding sein. Aber grün sieht irgendwie cooler aus als blau. Ja, wahrscheinlich, weil es neu ist. Ach, ist ja cool. Da bin ich mal gespannt, was sie noch so für Farben dann später an den Tag legen wird. Ja, dann bedanke ich mich hier fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen wieder beim nächsten Part. Und tschüss.